wunderschönen guten Abend zusammen, ja, zum Webinar mit Manuel Lücke und dem Forex Screener zum Thema Fibonacci Retracements. Ich bin gespannt, was der Manuel uns zu erzählen hat. Gab ein paar kleine technische Herausforderungen zu Beginn, haben wir jetzt aber hingekriegt. Ich hoffe, Sie haben immer noch Lust aufs Webinar. Ich auf jeden Fall. Ja, und von daher, ich darf Sie natürlich im Namen von FX Flat ganz herzlich begrüßen. Ja, ganz wichtig zu sagen. Und dann würde ich sagen, springen wir einmal direkt zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, das Webinar ist natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, ganz gleich, was Manuel erzählen sollte. Bitte verstehen Sie es nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. So, kurzes, knackiges Intro von mir. Und dann würde ich sagen, zack, zack. Manuel, jetzt kannst du loslegen. Okay. Drück die Daumen, dass man sieht auf jeden Fall deinen Bildschirm. Perfekt. Dann sollte Das war jetzt schon endlich mal alles gut. funktionieren. Ja. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Also auch von mir nochmal ein herzliches Hallo an diesem schönen Sommerabend. Tut mir leid, dass sich das jetzt so ein bisschen verzögert hat, aber die Hitze hat dem PC ein bisschen zu schaffen gegeben. Ich musste jetzt hier noch ein, zwei Dinge umbauen und jetzt können wir endlich loslegen. Das heutige Thema Fibonacci Retracements, erfolgreich handeln. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Und ich würde mich erstmal noch kurz vorstellen an dieser Stelle. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin schon seit sehr langer Zeit an der Börse aktiv und habe quasi die Informatik mit der Börse zusammen kombiniert, da ich selber Informatik studiert habe und damals in einer Vermögensverwaltung gestartet bin. Gesehen habe, wie man Handelssysteme entwickelt, wie man Systeme und Strategien backtestet und erfolgreich Handelssysteme an der Börse betreiben kann. Mittlerweile habe ich zwei große Projekte. Das eine, darum geht es heute, der Forex-Screener, der zeigt Ihnen oder der unterstützt Sie dabei, profitable Handelssituationen am Markt zu finden, indem Sie einfach Kriterien eingeben können, wonach Sie suchen wollen. Beispielsweise, wenn der Markt sich gerade an einem Widerstand befindet oder am Vortagshoch tief sich befindet, davon gibt es sehr, sehr viele Kriterien, die können Sie alle eingeben in den Forex-Screener. Da kommen wir noch zu. Und das zweite Projekt, da geht es mehr um die Automatisierung für Trading-Software. Das nennt sich Top-Trading-Software, top-trading-software.de. Da erreichen Sie unsere Webseite und Sie sind natürlich herzlich dazu eingeladen, Ihre Wünsche automatisieren zu lassen. Also wenn Sie auch mal ein Handelssystem haben wollen oder eine Software, die Sie in Ihrem Trading-Alltag unterstützt, wenn Sie beispielsweise einen Pattern haben, wonach Sie suchen wollen und sich automatisch benachrichtigen lassen wollen, dann können Sie gerne auf uns zukommen und ja, schauen, ob wir das Ganze mit Ihnen in einem Projekt umsetzen können. Die Agenda für heute. Wir gehen in die Materie der Fibonacci Retracements und dazu wollen wir einmal klären, was sind denn eigentlich Fibonacci Retracements? Die meisten haben es wahrscheinlich schon einmal gesehen. Die Bänder, die man im Chart anlegen kann, das machen wir nachher noch zusammen. Und wenn man die Retracements einmal verstanden hat, dann kann man sie für Setups nutzen. Man kann das Ganze eben kombinieren mit mehreren weiteren Kriterien und dank dem Forex-Screener kann man das Ganze auch ja, halbautomatisiert am Markt finden. Also solche Situationen mit den Fibonacci Retracements. Und das werden wir uns heute alles zusammen anschauen. Natürlich haben wir ein paar Setups, die wir zusammen durchgehen werden. Und dann können Sie mit weiteren Handelsideen heute aus dem Webinar herausgehen. In diesem Bild auf der linken Seite sieht man eben, wie der Marktverlauf, ja, wie man ihn so finden kann. Und man sieht, der Markt besteht eben aus mehreren Phasen. Also wir haben hier in der Mitte so einen klassischen Aufwärtstrend. Es gibt Phasen, wo der Markt im Zickzack bzw. in einer Range laufen kann. Und natürlich, nachdem der Markt weit nach oben gelaufen ist und auch meine Range-Phase mitgenommen hat, kommt danach auch der Abwärtstrend. Was wichtig ist für uns,
rein mit der Erkenntnis, dass es verschiedene Marktphasen gibt, das hilft uns noch nicht weiter. Wir können eben davon profitieren, wenn wir in so eine Marktphase einsteigen können. Das heißt, haben wir einmal erkannt, dass wir eine Seitwärtsphase haben, eine Rectangle-Phase beispielsweise oder ein Rectangle-Pattern, dann können wir eben davon profitieren, dass wir an einer der beiden Seiten einsteigen in die entgegengesetzte Richtung und eben einmal die komplette Range mitnehmen können. Vielleicht natürlich auch noch mehr, ne, wenn der Markt dann eben umschlägt. Und das ist ja der Weg, wie man eben eine dieser Phasen ausnutzen kann. Heute geht es um die Fibonacci Retracements und die verhelfen uns dabei, wenn der Markt in einer Auf- oder Abwärtsphase, wenn er sich darin befindet, den Einstieg zu finden, um diese Phase auszunutzen. Also angenommen, wir sind jetzt gerade in dieser Bewegung und es kommt diese Korrektur, das heißt dieser Korrekturarm, dann wissen wir eben zu keiner Stelle, wie weit die Korrektur noch verlaufen wird. Also ob sie jetzt bei dem Kreuz hier schon beendet ist und weiter nach oben zieht oder eben ob das Ganze bis zu diesem Support, wo die Oberkante des Rectangles lag, ob sie bis hierhin laufen wird und dann die Umkehr macht oder eben, oder ob das Ganze eben zwischendurch schon mal so stattfinden wird. Mit den Fibonacci Retracements können wir solche Einstiegszonen bestimmen. Es sind quasi so Widerstände, die wir einzeichnen können. Und ich würde sagen, wir werfen vielleicht einfach mal einen Blick, bevor wir jetzt so viel um den heißen Brei herumreden, werfen wir einfach mal einen Blick in den MetaTrader hinein und gucken einfach mal uns das Ganze in der Praxis an. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, es geht um Bewegungen, keine Seitwärtsphasen. Und ja, die meisten von Ihnen haben vielleicht dieses Tool oben hier schon mal gefunden im MetaTrader, die sogenannten Fibonacci-Rücksetzungsebenen oder auch Fibonacci-Retracement Levels, die Sie halt im MetaTrader finden. Wenn Sie das mal angeklickt haben, dann können Sie das Ganze in den Chart hineinziehen. Und wie Sie das machen, ist folgendermaßen. Sie setzen eben an dem Punkt an, wo die Bewegung losgegangen ist und ziehen das Ganze bis zum Schluss der Bewegung. Ich wechsle gleich mal noch die Farbe von diesen Linien, die Sie jetzt hier eingezeichnet haben. So geht man einmal hier rein. Na, genau. Und machen wir das einfach mal rot. So, jetzt sieht man die horizontalen Linien. Und ja, davon gibt es eben mehrere. Was jetzt der interessante Punkt ist, angenommen, wir schauen uns jetzt mal die letzten drei Kerzen an. Ne? Da sieht man eben, dass diese Kerzen beziehungsweise der Docht der höchsten Kerze genau bis zu einer Fibonacci Retracement Linie gelaufen ist. In dem Falle war es das 38,2 Level und das ist genau die Magie sozusagen, die hinter den Rücksetzungsebenen steckt. Und zwar, wir setzen das Band an, die Linien werden uns eingezeichnet und diese Linien sind potenzielle Widerstandsebenen. Das heißt, in so einer Korrektur, die hier gestartet ist, könnte man sich jetzt fragen, wie weit läuft denn die Korrektur? Und hier haben wir eben ein potenzielles Level. Hier hatten wir auch schon vorher ein potenzielles Level, das 23,6er Fibonacci Retracement Level. Das handle ich persönlich eher weniger. Da ist ja einfach die Erfahrung, dass dort die Korrektur sich, dass sie dort beendet ist, ist einfach zu gering für mich. Und die Levels des 38er Levels, des 50er Level und des 61,8er Level sind für mich potenzielle Trade-Einstiegszonen. Und das kann man nicht nur an dieser Stelle sehen, sondern das Band kann man auch an anderen Stellen anlegen. Ich schaue mal kurz, wo wir vielleicht eine schöne Aufwärtsbewegung haben. Nehmen wir einfach mal diese. Ups. Einmal kurz die Bewegung rausnehmen. So. Und
Ja, angenommen, wir hätten jetzt diesen Punkt erreicht. Der Markt hat jetzt hier einen steilen Anstieg gemacht und es wäre die Frage, wo können wir einsteigen, wenn wir in Richtung Long einsteigen? Wir müssten uns jetzt das Fibonacci Retracement Band nehmen, einmal komplett anlegen, von unten nach oben ziehen. Und man kann hier wieder sehen, dass genau auf dieser Linie das 38,2 Level liegt. Und wäre man jetzt hier eingestiegen, dann hätte man eben den Long Trade hier mitnehmen können. Das funktioniert natürlich nicht an jeder Stelle. Hier geht es auch um Wahrscheinlichkeiten. Und man kann hier natürlich auch verschiedene Strategien fahren. Also die Frage ist auch so ein bisschen, was ist denn, wenn ich hier den Einstieg mache und der Markt geht noch weiter nach unten? Denn der Markt weiß nicht, dass hier dieses Level liegt, ne? Es ist nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier das Ende der Korrektur auf uns wartet. Und da muss man natürlich auch verschiedene Aspekte mit reinspielen lassen. Und zwar, wie weit setzt man denn den Stop-Loss? Den müsste man natürlich potenziell denn nicht zu weit setzen, wenn man nicht geplant hat, noch mehrere Positionen einzugehen. Also es gibt auch Leute, die gehen dann eben am 38er-Level eine Position ein und haben vielleicht die nächste Order schon am 50er-Level, falls der Markt eben doch noch ein bisschen weiter korrigiert. Aber da können wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt erstmal nur einen ersten groben Einblick geben. Ja, wobei es sich bei den Fibonacci Retracements handelt. Ich habe hier auch im Hintergrund noch einen offenen Trade. Den könnte ich auch mal kurz vorstellen. Und zwar habe ich den mit dem Forex-Screener gefunden. Das genaue Setup kann ich Ihnen dann nochmal zeigen. Und zwar sieht man hier auch wieder die Bewegung quasi, die hier angefangen hat. Der Trend, der hat quasi hier angefangen, ja, also der Trend hat hier angefangen, aber das ist jetzt die letzte Bewegung, die von dem Zickzack-Indikator erkannt wurde als Trend und da legen wir das Retracement-Band an und wir haben den Markt jetzt hier bis zur 61,8er Linie gehabt. Dort habe ich den Einstieg gemacht. Der Stop-Loss ist jetzt auch schon nachgezogen auf Break-Even, also da kann nichts mehr anbrennen. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier noch ein bisschen weiter nach unten laufen wird. Es gab noch mehr Indikationen dafür. Beispielsweise konnte man auch sehen, dass hier ist das Level, falls man es gerade nicht so gut sieht. Und man hat auf dem M15-Chart eben gesehen, diese dunkelblaue Kerze, das ist eben ein neuer Außenstab in Richtung Short. Und das ist meistens auch ein Anzeichen dafür, ja, dass es eben Verkaufsdruck gibt, ne? Also, dass der Markt nach unten laufen könnte. Ich habe hier quasi gewartet, bis der Markt nach oben nochmal den Außenstab, nicht direkt an der Oberseite, aber schon im oberen Bereich nochmal antestet. Und das hat bisher ja ganz gut funktioniert. Ich denke mal, wenn der Markt noch ein bisschen weiter nach unten laufen wird, dann kann man auch den Stop-Loss eben noch weiterziehen. So, was man ja auch noch gesehen hat, ich glaube, das war auf H4, genau, was man ja auch noch gesehen hat, das Einstiegslevel, was jetzt hier lag, wir hatten hier auch noch ein Tief im Markt gehabt und das wurde entsprechend einfach von der Unterseite nochmal angetestet. Also, das ist jetzt eben, was ich meine, man muss mehrere Kriterien zusammenpuzzeln und wenn das übergeordnete Bild gut aussieht, dann sollte man den Trade eingehen und nicht nur, wenn das Fibonacci Retracement Level erreicht wird, sondern eben mehrere Bedingungen müssen hier erfüllt sein, so wie man es bei diesem Trade hätte machen können. So, also jetzt wissen wir schon mal, wofür die Fibonacci Retracements da sind und ja, ich würde hier an der Stelle nochmal den Background erklären. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum funktionieren denn diese Levels? Also man sieht es ja wirklich auch bei den meisten erfolgreichen Tradern, dass sie jetzt nicht nur ausschließlich das nutzen, aber das hat meistens auch einen Einfluss für die Trades, die eingegangen werden. Und man könnte sich schon fragen, ja, warum funktioniert die Sache so gut? Woher kommen eigentlich die Zahlen?
Und das Ganze ist zurückzuführen auf die Fibonacci-Zahlenfolge. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, im Mathematikunterricht in der Oberschule. Das Ganze ist eine Zahlenfolge, die startet mit den beiden Zahlen 0 und 1. Und die nächste Zahl ergibt sich immer, indem man die beiden Zahlen, also jetzt in dem Falle die 0 und 1, zusammen addiert. Also 0 plus 1 ist 1. Und jetzt hätte man die nächste Zahl, die drei Zahlen hat man jetzt. Und man muss für die nächste Zahl einfach die letzten beiden wieder zusammenrechnen. 1 und 1 sind 2. Dann, wie kommt man auf die 3? 1 und 2 ist gleich 3. So. Die Zahlenfolge kann man unendlich lange fortführen. Darum geht es aber heute nicht. Sondern was hier jetzt passiert ist, was hier jetzt auch für den Trading den Einfluss hat, ist, es wurde ein Zusammenhang erkannt zwischen den Zahlen. Und zwar, dass man für die nächste Zahl, um diese zu berechnen, dass es nicht der einzige Weg ist, die beiden vorherigen Zahlen zu addieren, sondern man kann eben auch das Ganze teilen. Man könnte jetzt auch die 13 durch die 8 teilen und würde eben diesen Faktor 0,618 erhalten. Oder man rechnet es eben andersrum, da der Faktor schon bekannt ist, den man dann später irgendwann mal rausgefunden hat, nimmt man die 8, teilt das durch diese 0,618 und erhält entsprechend die nächste Zahl der Folge. So. Man kann auch schauen, dass man nicht die nächste Zahl erhält, sondern dass man die übernächste Zahl erhalten wird und hätte entsprechend einen anderen Faktor, und zwar die 0,382. Und das sind Zahlen, die sich in unseren Fibonacci Retracement Levels widerspiegeln. Ich habe es hier unten nochmal für Sie niedergeschrieben. Das sind quasi die Faktoren, womit sich in der Zahlenreihe die nächste, übernächste und überübernächste Zahl errechnen lassen. Jetzt kam halt jemand auf die Idee, hat den Markt untersucht und hat geschaut oder hat einfach so Korrekturen ausgewertet beziehungsweise Marktbewegungen. Und da gab es dann anscheinend die Auffälligkeit, dass der Markt eben bis zu solchen Levels oftmals läuft und dann anfängt, die Korrektur zu stoppen. Oder was man auch häufig sehen kann, dass eine Reaktion eben zu sehen ist. Ne? Vielleicht hat die Korrektur nicht gestoppt, sondern man könnte einen Scalp-Trade mitnehmen, weil einfach die Korrektur oder weil die Reaktion erscheint. So. Ich habe es hier entsprechend nochmal aufgezeichnet, dass man die Levels nochmal sieht. Und was man dazu sagen muss, es gibt auch das Retracement-Level 50%. Und das hat eigentlich mit der Zahlenfolge, was wir jetzt gerade gesehen haben, keinen großen Einfluss, sondern das wurde im Endeffekt mit dazu gedichtet. Also die anderen Fibonacci-Zahlen, die sind quasi nachvollziehbar und das 50er-Level, wo der Markt auch oft seine Korrektur beendet und dann quasi in die Gegenrichtung weiterlaufen wird, das wurde einfach statistisch mit dazu genommen, weil an diesem Punkt der Widerstand sehr hoch zu sein scheint. So. Dass man das Ganze nur in Trendbewegungen einsetzen sollte, das hatte ich ja schon erwähnt. Und ich glaube, was jetzt so der spannendere Part ist für uns, ist mit dem Wissen, wie können wir denn jetzt davon, noch besser profitieren? Also wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit den Markt beobachten, warten, bis so eine Trendbewegung genau an dem Punkt ist, damit wir einen Trend eingehen können, sondern wir können das Ganze eben auch halbautomatisiert uns unterstützen lassen mit dem Forex Screener. Und darüber hatte ich am Anfang schon ein bisschen was erzählt. Es gibt eben hier die Möglichkeit, dass man seine Kriterien eingeben kann, wonach man seine Trades sucht. Ein sehr typisches Beispiel ist eben, ich möchte mir gerne alle Trades anzeigen lassen, alle Märkte anzeigen lassen, wo der RSI-Indikator größer ist als 80, also der Markt entsprechend überhitzt ist
Und unten ist der Filter dann quasi angewandt. Man sieht die Ergebnisse und entsprechend die Märkte, wo das Ganze eingetreten ist. Dann hat man hier den Wert. Hier unten steht RSI 91,55. Und man sieht in der Vorschau, ja, der Markt, der ist ziemlich überhitzt. Wenn wir da jetzt reingehen würden, dann würde das Ganze, das können wir mal kurz tun, einfach mal das Add-on aktivieren. Und dann gucken wir uns mal an, dass das auch funktioniert, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. So, das hat jetzt gerade noch nicht geklappt. MDLZ, okay, die hat das jetzt geöffnet. Und man kann sehen, der RSI-Indikator ist eingezeichnet. Und hier sieht man auch, der aktuelle Wert liegt eben bei 80, in dem Falle bei 87,78. Und damit erfüllt es unser Kriterium. So, RSI ist jetzt ein so ein Beispiel, was man nutzen kann. Aber heute geht es ja um die Fibonacci-Retracements. Und wir haben ja eine ganz eigene Kategorie dafür geschaffen. Also hier sieht man die Fibonacci-Filter-Sektion. Und hier gibt es mehrere Gruppen, wo sich die Fibonacci-Filter dahinter verbergen. Man kann das Ganze jetzt so aufklappen und man wird immer wieder sehen, die Filter, da gibt es für jedes Retracement-Level einen eigenen Filter. 23er-Level, 38er-Level, 50er-Level und bis zum 78er-Level. Und man könnte sich jetzt fragen, warum es hier aber so viele Gruppen gibt, weil es gibt da nur die einen Fibonacci-Retracements. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Ich sag mal, die Trader bei uns in der Community, die wenden die Retracement-Levels verschieden an. Also es gibt Leute, die ziehen sich diese Bänder über den gesamten Tag einmal und denen ist es auch egal, ob es jetzt in irgendeiner Trendbewegung liegt, ob der Markt jetzt gerade nach unten geht oder nach oben geht. Die wollen einfach bei 38% der Tagesbewegung sozusagen einsteigen. Und wenn man das gerne machen möchte, könnte man beispielsweise in die Gruppe gehen, Distanz zu Fibonacci in Klammern gestern, könnt ihr raufklicken zu 38% und hier eben einen Wert eingeben, der sehr klein ist. Also das heißt im Endeffekt, dass der Kurs oder die Distanz vom Kurs zum 38er Level soll kleiner sein als 0,02%. Das ist quasi das Engste, was Sie aussuchen können. Und dann kann man mal gucken, ob wir hier was finden, was wir zeigen können. Das sind gerade alles Futures. Schauen wir mal hier, ob das jetzt klappt. So, ja, da hat man jetzt die beiden gestrichelten vertikalen Linien für die Tagesabtrennung. Und man kann sehen, das Band wurde hier angesetzt vom Tagestief bis zum Tageshoch. Und hier hat man das 38er Level und da befindet sich der Kurs jetzt eben genau dort dran. Was man auch sehen kann, es wurde eben nicht das Level 61,8 nach unten durchbrochen. Das heißt, wer jetzt danach screent und sich das Ganze in den Thumbnails jetzt einmal anguckt und jetzt so eine Strategie fährt, dass er bei so einer Korrektur bei 61,8% Korrektur einsteigen möchte, dann hätte das in dem Falle natürlich funktioniert. Aber das ist nicht die konventionelle Anwendung, also so wie man den Trade mit Fibonaccis aufbaut. Wie man es konventionell macht, das zeige ich Ihnen gerne auch. Und zwar ist für Sie mehr interessant die ersten beiden Gruppen. Also hier geht es wirklich um Trends, die auch erkannt werden vom Forex-Screener. Und da haben wir einmal die Unterscheidung, dass das Band bzw. die Bewegung über den gesamten Trend gemessen wird. Und auf der anderen Seite haben wir, dass die letzte Trendbewegung einfach betrachtet wird.
Also die letzte Trendbewegung, das kann ich Ihnen mit dem Trade einmal kurz zeigen, den wir schon drin haben. Das sieht man hier. Der Trend, der wäre jetzt vielleicht hier losgegangen, beziehungsweise eigentlich wäre der Trend hier losgegangen, denn hier haben wir kein tieferes Tief. Also das Tief hier ist höher als dieses Tief und entsprechend kann man sagen, hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief. Und solange dieses Hoch nicht gebrochen wird, wäre es ein intakter Abwärtstrend. Und in der Filtergruppe, die ich jetzt gerade gezeigt habe, letzte Trendbewegung, wird ja logischerweise die letzte Trendbewegung genommen und das Band einmal rübergelegt. So, dann werden die Levels eingezeichnet. Das passiert alles automatisch im Forex-Screener, sodass wir eigentlich den Trade nur noch aufmachen müssen, wenn wir sehen, okay, wir befinden uns jetzt genau an dem Level, wo wir einsteigen wollen und let's go. So. Das zum einen. Zum anderen kann ich Ihnen jetzt auch noch mal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir den gesamten Trend betrachten wollen. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die 50% Korrektur und schauen einmal, ob wir hier was Attraktives finden. Hier sieht jetzt gerade nicht so toll aus, muss ich sagen. Deswegen nehmen wir einfach mal ein anderes Level und gucken, ob wir was Schöneres finden. Das hier sieht beispielsweise sehr gut aus. Also so wie ich herangehe, ich gucke mir immer die Thumbnails an und muss quasi schon erkennen in dem Chart, es ist jetzt halt eher so ein Rumgedümpel, wo der Markt ja schon eine Schwäche zeigt. Solche Sachen, da klicke ich meistens erst gar nicht rein. Sondern ich schaue immer, dass man sieht, okay, hier ist jetzt gerade wirklich so eine Aufwärtsbewegung und man sieht schon das 38er Level, das sind hier circa 38%, wo der Markt jetzt runtergekommen ist von der letzten oder von dem Trend. Und warum das Bild hier oder der Chart eben auch so toll ist, wir befinden uns jetzt gerade genau an diesem Hoch. Ich kann hier mal kurz oder ich öffne das einfach mal kurz im MetaTrader. Dann sieht man es natürlich besser. So. Was ich gerade meinte, wovon ich gerade sprach, wir haben jetzt hier dieses Hoch und unser 38er Level, das befindet sich jetzt genau auf der Höhe von diesem Hoch und das macht es natürlich ziemlich interessant. Also, wie würde ich das Ganze jetzt bewerten? Übergeordnet jetzt auf dem H4-Chart sieht es auf jeden Fall, ja, man kann klar sehen, ne? Aufwärtsbewegung ist von dem Fibonacci-Level, würde an sich so auch passen, nur könnte es ja natürlich trotzdem passieren, dass dieser Widerstand einfach überrannt wird. So, das kann passieren. Was aber auch noch dafür spricht, dass es ein guter Widerstand ist, das sieht man eben hier. Und zwar wurde dort der Widerstand angelaufen und nicht durchbrochen von oben. Also da scheint halt wirklich was im Markt zu liegen, was das Ganze eben Schwierigkeiten bereitet, dort durchzubrechen. Was heißt es jetzt in unserem Falle? Das heißt, wenn wir einen Trade eingehen wollen, dann müsste man halt schauen, dass man entweder den Stop-Loss nicht zu weit entfernt legt. Also ich würde den Stop-Loss jetzt nicht hier unten irgendwo setzen, sondern ja, in Nähe der Zone. Man müsste damit rechnen, dass der Markt aber vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten kommt, weil die Spitzen von dem Tief hier drüben, die sind auch noch ein bisschen weiter gelaufen und in diesem Falle genau bis zu dem 50er Level. Das heißt quasi, als Strategie für für genau diese Situation könnte man jetzt so herangehen, dass man eine erste kleine Position eingeht mit einer kleinen Size und eventuell dann bei 50% der Bewegungskorrektur noch eine zweite Order reinlegt, die auch ja, einen Ticken größer sein kann halt als die erste Order. Und wenn die abgeholt wird, ist man eben mit mit zwei Positionen drinne oder mit einer größeren Position drinne. Und der Stop-Loss sollte dann aber natürlich relativ eng sein. Also den würde ich
nicht tiefer legen als das 61,8er Level, wobei ich das schon als ziemlich weit empfinde. Und dann, ja, wenn das Ganze nicht aufgeht, kann natürlich passieren, dass es nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Das kann immer passieren. Dann wird man eben ausgestoppt mit einer kleineren Size und mit einer zusätzlichen Position mit einer größeren Size, aber dort ist dann der Stop-Loss eben nicht zu weit entfernt. So, das wäre jetzt eine Herangehensweise, wie man Fibonacci-Retracements handeln kann und das in der puren Version. Was ich damit meine ist, wir hatten jetzt ein Kriterium halt nur genommen, wonach wir gefiltert haben und ich habe hier noch ein paar Trading Setups, die man in Kombination mit den Fibonacci Retracements, wonach man screenen kann im Markt und würde das Ganze erstmal kurz erklären, bevor wir im Forex Screener schauen, ob wir mal so ein Trading Setup finden. Denn man muss dazu sagen, danach zu screenen ist ja schön und gut, aber die Situation muss natürlich auch vom Markt gegeben sein. Also wenn wir danach screenen und das nicht finden, dann heißt es eben, diese Situation gibt es gerade nicht am Markt. Und es kann aber natürlich sein, dass wir das jetzt trotzdem einfach so finden werden und dann können wir mal besprechen, ob wir in die Position eingehen würden. Okay, also was man hier sieht, logischerweise ist wieder eine Aufwärtsbewegung und man sieht hier solche Kästchen, die eingezeichnet wurden. Das sind die Außenstäbe. Wer Außenstäbe noch nicht kennt, der kann gerne mal auf unserem YouTube-Channel gucken oder eben bei uns auf dem Blog vorbeischauen. Da haben wir das ganze Thema erklärt. Da gab es auch schon mal ein Webinar dazu. Das ist eben eine weitere Indikation für die Marktrichtung, für die temporäre Marktrichtung. Und in diesem Trading-Setup konkret ist es eben so, wir haben Short-Außenstäbe, die unsere Korrektur bestimmen. Und jetzt ist es eben so, dass irgendwann, also die Außenstäbe, es ist eben so, dass sie immer unterboten werden. Es gibt eine Kerze, die schließt unter dem Außenstab, zack, ist es ein neuer Außenstab. Jetzt kommt es eben dazu, dass wir eine Kerze haben, die einen Außenstab in die andere Richtung abbildet. Also ein Long-Außenstab heißt, der Schlusskurs dieser Kerze ist höher als der vorherige Außenstab, wobei es sich um einen Short-Außenstab gehandelt hat. Und das ist unser erstes Kriterium. So ein Außenstab Richtung Long nach einer Außenstab-Short-Serie. Und als zweites Kriterium, man sieht hier, sind die Retracement-Level. Und wir befinden uns jetzt an einem der Fibonacci-Retracement-Levels. Und zwar ist es das 50er-Level. Und das Ganze spielt sich eben in der Nähe des 50er-Levels ab. Also die Bildung des neuen Außenstabs. Ich habe das einmal hier in einem Screenshot von einem Trade auch festgehalten, dass man das nochmal besser nachvollziehen kann. Die Boxen wieder, hier sieht man eben die Korrektur mit den türkisen Boxen. Es geht nach oben, nach oben, nach oben, bis wir eben auf das 38er Level stoßen in diesem Falle. Und was jetzt unser Trigger noch für den Einstieg ist, also als Bestätigung, ist, dass sich eben ein neuer Außenstab bildet. Also hier sieht man ein roter Außenstab in der Nähe von dem Level. Also heißt es für uns potenzieller Short Trade und das Ganze wurde eben gehalten bis hier unten. Ich weiß nicht, ob es so gut zu erkennen ist auf dem Screenshot, aber man sieht hier, wo der Trade ist, sieht man eben eine Long-Kerze, die den letzten Außenstab überboten hat. Also das Ganze wurde überboten und das war dann eben so ein Indiz dafür, der Markt könnte jetzt in eine andere Richtung einschlagen, also gehen wir einfach raus aus dem Trade und machen hier entsprechend unseren Short-Ausstieg. So.
Hier habe ich nochmal das Filter-Setup für Sie aufgelistet, und zwar, wie man das Ganze im Forex-Screener abbilden kann. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein. Und ja, wenden mal den Screener an, schauen mal, ob das Ganze, ob wir jetzt einen Trader zu finden zu diesem Setup. Und dazu gehen wir als erstes in die Fibonacci-Filter-Sektion, gehen hier in das 38er Level. Es ist empfehlenswert, den gesamten Trend eben zu betrachten. Deswegen bin ich in dieser Filtergruppe und nicht in der Gruppe der letzten Trendbewegung. Und dann sagt man, das Ganze soll in der Nähe sein von dem 38er Level. So, wenn ich jetzt ein Trader bin, der nicht alle Handelsinstrumente handeln möchte, zum Beispiel handle ich sehr selten Aktien-CFDs, oder Futures, das handle ich eher weniger, dann kann ich mich hier oben auch festlegen, welche Asset-Kategorien wonach gesucht werden soll. Und hier hake ich für mich meistens immer an Forex-Screener, Forex-Majors, Forex-Minors und Indice. Dann haben wir das Zeitintervall, was wir noch aussuchen können. Wenn wir halt nicht scalpen wollen, suchen wir uns ein größeres Zeitintervall aus. Ich würde mal hier auf H1 einfach mal einen Blick werfen, ob wir was finden. Und als letztes Kriterium wollten wir noch die Außenstäbe mit reinnehmen. Und hier haben wir ja auch wieder sehr viele verschiedene Filter dazu. Wie gesagt, werfen Sie mal einen Blick in das letzte Webinar, wo wir das vorgestellt haben. Und ich mache es hier einfach mal kurz und will aus, dass der letzte Außenstab, jetzt muss ich selber mal kurz schauen, genau, der neue Außenstab soll in die entgegengesetzte Richtung abgebildet sein. Auch in Klammern die letzte Kerze jetzt, die wir haben. Und dann können wir mal gucken, okay, hier haben wir jetzt kein Ergebnis gefunden. Das heißt, es gibt hier gerade marktweit, beziehungsweise für die Forex Majors, Minors und Indice keine Situation, wo diese Kriterien zutreffen. Ich würde das Ganze doch mal erweitern um H4. Okay, da findet er jetzt auch nichts. Also es passt jetzt gerade der Markt nicht zu unserem Trading-Setup, aber das ist auch nicht so schlimm, denn A haben wir ja noch andere Setups, die wir gleich durchgehen und mal schauen, ob wir da was finden. Und B haben Sie auch immer die Möglichkeit, Ihre Setups zu speichern. Also Sie können jetzt hier ein Filter-Setup anlegen, damit Sie beim nächsten Mal diese Einstellung nicht nochmal vornehmen müssen. So könnte man jetzt hier eingeben, Fibo X Außenstab. Und das Ganze war ja 38, genau. Dann kann man das Ganze speichern. Unten wird es angezeigt in der Liste. Und wenn Sie wollen, wenn Sie auf den Laufenden bleiben wollen, was den Markt angeht, können Sie ein Signal für dieses Setup aktivieren. Das heißt, Sie klicken auf die Glocke rauf. Jetzt ist die Glocke ausgemalt und jetzt haben Sie die Benachrichtigung aktiviert. Das heißt, wenn der Markt dieses Setup erfüllen wird beim nächsten Mal, dann werden Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten mit Screenshot vom Chart und ja, können dann kurz in Ihr Smartphone reingucken oder in Ihr E-Mail-Programm, sich ein Bild von dem Markt machen und dann den nächsten Trade eingehen, wenn der Markt eben gut für Sie aussieht. So, in unserem Falle haben wir jetzt leider kein Ergebnis gefunden, aber das macht ja nichts, denn wir können uns einfach mit dem nächsten Trading-Setup befinden und hoffen mal, dass wir da jetzt so was Passendes, ein passendes Setup im Markt finden. Und zwar geht es hier um die Preismarke, beziehungsweise im Allgemeinen geht es hier um einen weiteren Widerstand. Und von den Widerständen, da gibt es ja mehrere Varianten. Das Ganze könnte man hier als die gelbe Linie wahrnehmen. Und die türkise Linie ist eben das 38,2 Fibonacci Retracement Level. Und zusätzlich haben wir eben einen weiteren Widerstand, die gelbe Linie. Und das könnte sowas sein wie ein Pivotpunkt oder eine Preismarke. Oder wer eben manuell schaut, der könnte auch ja, so ein lokales Hoch als Widerstand wahrnehmen und schauen, dass der Kurs eben
von oben kommt und in diesem Moment sich an beiden Widerständen befindet. Und das erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Kurs von oben kommt, auf so einen Doppelwiderstand trifft, dass man eben sich in Richtung Long positionieren kann, da die Abprallwahrscheinlichkeit mit jedem Widerstand sich erhöht. So. Das Ganze hier auch nochmal als Beispiel-Trade festgehalten, falls wir dazu jetzt kein passendes Setup finden werden. Hier haben wir wieder die Aufwärtsbewegung, wo das Fibonacci Retracement Level angelegt wurde. Es wurde hier einmal komplett so rübergezogen und jetzt kommt der Markt quasi von oben und stößt hier auf dieses Level. Das ist das 61,8er Level und man sieht hier auch diese dunkelblaue Linie. Das ist eine Preismarke. Also es könnte sowas sein wie im Euro-US-Dollar, wenn der Kurs beispielsweise steht bei 1,12 oder 1,13, 1,14 oder der DAX eben bei 12.000, diese runden Preismarken. Und alleine da hat man ja schon eine hohe Abprallwahrscheinlichkeit mit den Fibonacci Retracements noch mehr. Zusätzlich sieht man hier auch noch, was jetzt gar nicht gescreent wurde, aber ein zusätzliches Indiz ist eben diese Kerze hier, da sie so einen langen Docht nach unten hat. Und ja, das Ganze ist so eine Hammerformation, haben Sie sicherlich schon mal gehört, die auf den Widerstand hier getroffen ist. Wenn die Kerze oben schließt, dann könnte man halt warten, bis der Kurs vielleicht nochmal bis zu dem Widerstand läuft, um dann einzusteigen. Es wäre in dem Falle aber auch nicht schlimm gewesen, wenn man direkt zum Eröffnungskurs von der neuen Kerze in Richtung Long eingestiegen wäre. Sind wir so lange in dem Trade drinne geblieben, bis eben das nächste Widerstandslevel erreicht wurde. Damit meine ich eben wieder die nächste blaue Linie. Also im Euro-US-Dollar wären es jetzt knapp oder wären es ja 100 Pips gewesen. Und das ist natürlich ein gutes Setup, da der Stop-Loss relativ eng gesetzt wurde. Also entsprechend unter diesem Widerstand, beziehungsweise in dem Fall sogar unter den Hammer, unter das Tief dieser Hammerformation hier. Okay. Ja, das wäre es an der Stelle auch mit den Setups gewesen, die ich jetzt in der Theorie vorgestellt habe. Wir gucken zum Schluss natürlich noch, ob wir dieses Setup mit der Preismarke finden. Und ich sage schon mal, falls Sie jetzt noch Fragen haben allgemein zum Forex-Screener, zum Screening oder auch zu den Fibonacci Retracements, dann können Sie die gerne schon mal stellen, sodass wir die jetzt zum Schluss noch beantworten werden, während ich hier das Setup nochmal aufbauen werde. Okay. Oben in der Suche kann man natürlich auch seine Kriterien immer eingeben. In dem Falle ist es eben die Preismarke. Wählen wir mal, die Distanz soll kleiner sein als 0,1%. Das wären jetzt circa 10 Pips. Und dann gehen wir wieder in die Fibonacci-Filter und nehmen den gesamten Trend und gucken wir mal nach dem 38er-Level. Klicken wir mal alle Levels durch, weil hier wurde wieder kein Ergebnis gefunden, sodass wir vielleicht das 50er-Level nochmal nehmen können. Auch nichts gefunden. Nehme ich mal die anderen Filter raus. Okay, der Markt gibt uns hier gerade nichts her. So, schauen wir mal, okay. Ich gucke jetzt erstmal im ersten Schritt, wo relativ viel am Fibonacci Retracement Level liegt und gehe dann quasi auf Widerstandssuche. Okay, ja, gibt es gerade leider nichts. Also ist ein eher selteneres Setup, das tritt nicht jeden Tag auf, sodass es natürlich Sinn macht, wenn man sich benachrichtigen lässt. Ansonsten
Ohne Benachrichtigung kann man sich das ja auch speichern und dann müsste man hin und wieder, wenn man gerade bereit ist zum Traden, eben nachgucken, ob das Setup jetzt gerade vom Markt erfüllt wird oder nicht. In unserem Falle haben wir gerade einfach Pech gehabt. Okay, ja, ich bin mit der Präsentation zum Ende angekommen und Florian, vielleicht kannst du ja mal gucken, ob es noch Fragen gibt, die du vorlesen könntest. Ja, guck mal. Nee, das hattest du gesagt. Nee, da sind jetzt keine Nein. Fragen reingekommen. Okay. Auf was bezogen? Ah, doch, da gibt es noch einen. Da kommt noch eine. Siehst du die Frage oder soll ich dir das vorlesen? Oder am besten guckst du Ja, mal selber rein. lies mir gerne mal vor. Okay. Hallo Manuel, gibt es auch einen ADR in Klammern 20 Filter, zum Beispiel 60%, 90%, 100% etc.? Also ADR-Filter haben wir gerade leider noch nicht im Angebot. Ist auf der Liste. Also wir sind, ja, wir erweitern den Forex Screener immer mit neuen Filtern und das ist ein Filter, nach dem jetzt schon öfter gefragt wurde, den wir auch langsam mal entwickeln müssen. Der Entwicklungsaufwand ist leider immer relativ groß, sodass es sich immer ein bisschen verzögert und wir haben ihn jetzt gerade noch nicht fertig, leider. Der wird aber noch kommen. Der wird noch kommen. Okay, alright. Gut, dann haben wir keine Alright. Frage mehr, Manuel. Gut, perfekt. Ja, dann bedanke ich mich natürlich an alle Zuhörer, die hier bis zum Schluss geblieben sind und hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten heute. Hoffe auch, dass Sie den Forex Screener weiter nutzen werden. Den gibt es natürlich gratis auf unserer Webseite forex-screener.de, kostenlos für alle FX-Flat-Kunden. Können Sie sich einfach den Zugang kostenlos erstellen. Und dann würde ich sagen, genießen Sie alle noch den schönen Sommerabend und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Trades. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich danke dir, Manuel. Danke an die Teilnehmer. Ja, ich habe dem nicht wirklich viel hinzuzufügen. Bleiben Sie gesund, genießen das Wetter und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.